Die MS Basti ist in Solong. Entschuldigung. 10 Millionen plus gemacht. Einmal die tanken. Sie sind nun berühmt. Das ist ein Traum. Das haben wir richtig gut hingekriegt. Wir fahren am besten nach New York. Dann haben wir gleich einen Ersatz. Okay. Ja. New York. Die fragwürdigen Waren nehmen wir natürlich mit. Die bewusstseinserweiternden Mittelchen werden auch in New York sehr gern nachgefragt. Und gleich kriegen wir hier eine Milliardenstrafe aufgebrummt, weil sie uns erwischt haben. Mit einer kompletten Schiffsladung voll. So, Melbourne. Die Melbourne. Wo soll es denn hingehen, Melbourne? Melbourne Santos. Mit Erzen. Na, dann schauen wir doch mal. Santos. Erz. Das war's auch schon. Okay. Ablegen. Santos. Okay. Gib ihm. Alle wieder unterwegs? Oder liegt irgendwo noch was an? Ich gucke gerade. Unterwegs. Uff, 130 Millionen, sag ich doch. Die Pisskuh. So, Gino, einmal da. 17.000 Misi macht. Das ist doch nicht zu fassen. So, die MS Danubi. Auftragsliste. Wir sind in Gino, richtig? Wir müssen da weiter nach Ambasilbingens. Also einfach ablegen. Fahren wir wieder mal leer hin. Die MS Basti in New York. Legt an, hat 6 Millionen plus gemacht. Tankt voll und nimmt eine Schiffsladung mit Maschinen. Komm schon. Sei nicht so böse zu mir. Hier gibt's Waffen in New York. Cooler Schüssel. Na komm, Maschinen. Dann halt den. Und den auch noch. So. Annehmen, 20 Millionen Fahrt, passt schon. Und ablegen. So. Ich habe glaube ich gar keinen Break gemacht. Ich nehme einfach auf. Na, ich nehme mal weiter auf. 10 Minuten habe ich noch. Da habe ich hier zwei Folgen wieder mit einem hier. Das ist unglaublich. Die Zeit rast hier so unglaublich dahin. Mit Schlepperhilfe. Aber ich glaube, wir kommen so langsam in die richtige Richtung. Die alte haben wir jetzt weg. Ich glaube, den Kredit kriegen wir jetzt in diesem Quartal los. Das ist schon mal nicht schlecht. Und wir haben hier auch einige Aufträge gut bearbeiten können. Halifax. Antiquitäten nach Halifax, bitte. Danke. Zack. Ablegen nach Halifax. Yep. Okay, dann ist das durch. Und alle sind wieder unterwegs. Ja. Die MS Rockel in Buenos Aires. Radioaktive Stoffe. Sehr gut. Sie sind nun weltberühmt. Ah ja. Das ist ein Traum. Georgia Ports, New York. Da könnte man da noch mithelfen. Buenos Aires. Das geht nicht. Das geht maximal. Santos. Fahren wir mal mit ihm nach Melbourne. Melbourne. Natürlich keine Aufträge da. Melbourne. Noch weniger Aufträge. Melbourne. Alter! Hörst du mich doch verarschen hier, oder was? In der Zeit wäre ich schon wieder so zurückgekommen nach Melbourne. Zack. Einmal ein bisschen schneller, bitte, Frau MS Rockel. Danke.
So, Halifax ist da. Schlepperhilfe. Antiquitäten durch. Einmal volltanken. Danke. Auftragsliste. Ambalimani geht es natürlich nicht, ist klar. Gut, dann müssen wir uns erwarten. Vancouver mit Schlepperhilfe. Du kannst auch direkt zurück nach New York, wenn du magst. L.A., New York, sehr gut. Holz nehmen wir mit. Bestätigt. So, abgelegt. New York, gib ihm ab dafür. So, die Xomoda ist auch in St. Petersburg. Das heißt, da gibt es auch nochmal ordentlich Schotter. Zum Hafen. Zack, einmal vollgetankt. Wir haben übrigens, ne? Ihr seht, was ich da sehe. St. Petersburg. Die Xomoda war so ein dickes Ding. Das heißt. Sie konnte. Ambalimani Xomoda. New York und Dingens, das ist gleich erfüllt. Dann sind wir da durch. Der ist auch halbwegs erfüllt. Und dann wird er hier den, also er fährt jetzt auch mal nach Melbourne hier. Die Xomoda fährt Richtung Melbourne. Also Fremantle. Zack. Fremantle? Fremantle. Ja, das ist richtig. Ablegen. Fremantle. So. Einmal runter und ab ihm. Neue Aufträge sind verfügbar. Die Halifax. Die muss wieder zurück. Ja, siehst du, sehr gut. Lebensmittel darf man nehmen. Ach, na, noch besser. Elektronik und radioaktive Stoffe. Sehr gut. Auftrag annehmen. So, ablegen. Einmal direkt wieder dahin, wo du sollst. Gib ihm. So, er ist gleich hier in Dümer Santos. Wupp, wupp, wupp. Schwupps, betankt. Dann musste er auch wieder zurück nach Melbourne. Gibt's natürlich keine Aufträge für Melbourne, ist doch klar. Auftragsliste, gibt's jetzt neue Sachen? Ich will nicht schon wieder alle da. Ach, das ist nervig. Wo ist denn das? Es ist da oben. Fragwürdige Waren. Busan ist noch weiter oben, ne? Ja. Manila, radioaktive Stoffe nach Manila. Komm. Machen wir das so. Dann kriegt er, fährt er um die Viertelwelt quasi nur umsonst und fährt dann nach Melbourne runter. Die 7 Tage, die kriegt er auch noch gerissen. So. Dieter Horste ist in Dubai. Sehr gut. 50 Millionen plus. Da kenne ich schon meinen nächsten Step. Okay, du hast es erstmal gegönnt. Verdient, meine ich. Zack. El Credici, bitte zurückbezahlen. Bämsen. 90 Millionen nur noch, aber kreditfrei. 28 dürfen wir ins Minus gehen. Das ist super. Wie viel könnten wir jetzt maximal aufnehmen? 500 Millionen könnten wir aufnehmen. Geiler Shit. Ich glaube, dass die Berechnung der... der Kredit ist ein bisschen sehr, sehr großzügig gestaltet. So, Magnat, New Panamax. Okay, das wären dann unsere nächsten Stoffe. Low Fuel. 11.000, das ist so ein Zielding von mir. Super Speed, 27 Knoten. Kräftig, heftig. Auch eine New Panamax, geil. Okay, okay, okay. Und das sind dann die USCV-Dinger. Krass, krass, krass. Freue ich mich schon so. Der Horstel ist jetzt hier am Reparieren, ne? Genau, okay. Weltkarte. Er ist in Durban. Ach, der Horstel. Ups. Okay, irgendwo ein Schiffchen im Hafen. Nö, alle unterwegs. So, Ambalimani, sehr gut. Da kannst du gleich wieder mit Antiquitäten zurückschippern. Weil du sie ja da drüben bei Halifax so toll findest. Zack, ablegen. Halifax. Gib ihm. Und in New York, die MS Basti.
Mit Schaluppi-Luppi. Sehr gut. Zum Hafen. Voll tanken. Wir müssen noch einmal, glaube ich, Maschinen rüberbringen. Waffen. Cool. Und zwar Maschinen nach Metro Vancouver. Metro Vancouver? Manu. Shanghai. Das natürlich, komm, das nehmen wir mit, weil Metro Vancouver, können wir einen kurzen Abstecher nach Shanghai machen, dann wieder zurück nach New York. So der Plan. Also Metro Vancouver und in zweiter Instanz nach Shanghai ablegen. So, die der Horstel. Ach, hier an dem Schiff, an dem Pfeiler kennt man es auch, dass die alle unterwegs sind, sehe ich gerade. Weil die der Horstel wird ja repariert. Die ist im Hafen. Ansonsten sind alle unterwegs. Gut zu wissen. So, die der Horstel ist fertig. Die fährt mal. Auch nach Sydney. Dann haben wir den einen Auftrag gleich fertig. Wenn da drei Schiffe alle so nach Melbourne düsen. Und den Auftrag irgendwie an abarbeiten. Dann ist das, glaube ich, ganz gut. Die Tsumoda beispielsweise ist ja auch schon da. So, was für... Nee, nichts dabei. Ist doch jetzt, ne? Melbourne. Genau. Ablegen. Melbourne. Sehr gut. Die MS Dumaire ist in Manila. Schlepperhilfe 24 Millionen plus gemacht. Einmal voll tanken. Danke. Auftragsliste. Haben wir eigentlich... Genau, das haben wir schon aus... Warte mal, stopp. Was fehlt uns noch? Firmenverträge und eine Zweigstelle. Okay. Dann haben wir den Magnaten sicher. Dann kann man New Panamax-Schiffe holen. Yay! Ruf weltberühmt. Finde ich gut. Gibt es da noch mehrere Stufen? Würde mich echt interessieren. So, MS Dumaire. Dumaire. Sala, 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 sala. Tida, Kunststoff. Nee. Post. Hier Kunststoff. Okay, das ist vielleicht interessant nach Solong. Spielzeug nach Hamburg. Textil nach Hamburg. Ist auch spannend. Die beiden Sachen. Jo. Bestätigen. Ablegen. Auf den Heimathafen. Gib ihm. Packst du ein? Nee, packt aus. Okay. Yay! Lösegeld bezahlen, Schiff opfern? Was? Ach so. Die MS Coralpie. Stimmt, die hat ja noch keine Dings. Hier meldet sich die MS Coralpie. Piraten sind dabei, unser Schiff zu entern. So, was sollen wir tun, Boss? Wir haben keine Wasserwerfer an Bord, um die abzuwehren. Ach, Mensch, Coral, ey, du kostest mir so viele Kohle. Nicht zu fassen. Die Crew ist mit dem Schrecken davongekommen. So, Halifax, die müsste ja auch mal langsam hier fertig sein mit dem ganzen Ding, oder? Zum Hafen? Wie viel habe ich denn da noch? Ein bisschen. Also wieder zurück nach Ambalimani. Ich habe gerade mal die Hälfte geschafft, ey. Oakland. Irgendwas Europäisches? Irgendwas Europäisches, bitte. Gino. Chemikalien. Komm, scheiß auf die Kühlung. Das nehmen wir mit. Ablegen. Achso, tanken müsste man dann natürlich noch. Das wäre natürlich ein Traum. Und dann geht's nach Gino und danach direkt am Balimani. Ablegen. So, die MS Basti ist in Vancouver, hat die Maschine mitgebracht, nehme ich an. Genau. Einmal volltanken. Danke. Gibt's vielleicht noch was, was wir mit nach Shanghai nehmen können? Radioaktive Ware zum Beispiel. Nehmen wir doch mit. Ablegen. Auf nach Shanghai. So, Melbourne geht's ab. Tsumoda anlegen. So, Auftragsliste. Es geht für dich rüber nach Santos und zwar mit den Ärzten der Welt.
das da. Ablegen, Santos. Gib ihm. Ja, alle unterwegs. Was? Also die MS Coropisa, echt, die ist meine Fresse. Umfahren. Hat den Sturm umfahren, okay. Das ist eine Werft, neue Angebote. Okay. Die Hostel ist in Sydney. Hat Maschinen hingebracht, das ist super. Dann kann sie gleich mal gucken, ob sie vielleicht eins weiter kann nach Melbourne. Jawohl, mit Ärzten. Einmal bestätigt. Ablegen. Melbourne. Die rockel gleichzeitig in Melbourne hier. So. Auftragsliste. Ihr könnt beide nach Santos rüber. Und zwar mit ein paar Erzen. Das hier zum Beispiel. Ablegen. Santos. Einmal. Auftragsliste. Santos. Erzen. Was hat der? Ach, 67 hat er nur. Na gut, dann hier den. Zack. Jawohl. Sehr gut. Auftanken müsstest du noch, ne? Pfeifst du aus dem letzten Loch, junger Mann. So, ablegen. Nicht genug Treibstoff. Was? Ach so, das ist die MS Rockel. Ach, die könnten wir eigentlich... Na komm, wir lassen sie erstmal schuften. Aber die MS Rockel könnte doch hier für diesen einen Auftrag... Kommt die doch auch in Frage, ne? Ja, genau. Also für den hier beispielsweise. Busan. Da muss die MS Rockel hin. Aber das kann dann... Ah, okay. Okay, also die beiden müssen den. Der müsste jetzt ja gleich durch sein, der Vertrag. Und dann können sie sich hier um das, um die Ärzte, die werden jetzt auch ordentlich bedient. Okay, da sind ja 1, 2, 3 Schiffe jetzt unterwegs. Und hier oben dann wieder keiner. Das ist die Danubi und das ist die MS Dumer. So, Chemikalien, sehr gut. Auftragsliste. Jidda, jidda, jidda. Nix. Wir müssen aber leider eins weiter. Ist nämlich nur eingestellt. Zack. Fahren wir einfach mal weiter. So, die Danubi ist in Ambalimani. Das heißt, sie schnappt sich die Sachen. Für Halifax, nämlich Antiquitetos. Und schippert gleich mal wieder rüber. So, volltanken. Jawohl. Ablegen. Halifax. Full Speed. Gib ihm. So, sie, die MS Basti in Shanghai. Alles klar. Geld gemacht. Zum Hafen bitte. Einmal voll tanken. Auftragsliste. New York vielleicht irgendwas. LA, okay. Raubkopien. Elektronik, Elektronik nach Geos. Spannend. Die nehmen wir auch mal. Ablegen. Auf nach Geo. Wie lange brauchst du? 15 Tage? Das ist gut. Wir müssen aber mit dem weiter irgendwie nach New York wieder, damit wir da den alten Auftrag weiter bedienen können. Aber bevor ich jetzt hier noch weiter rumsabbel, mache ich einfach mal den Part zu Ende, weil ich glaube, ich... ja. Und ich glaube, die beste Variante ist, ich lasse es einfach ohne Timer laufen und schnippel dann wieder ganz normal. Und begrüße bloß halt zur normalen Aufnahmesession. Jetzt überlege ich gerade. MS Dumer. Die ist in Hamburg. Sollte eigentlich nach New York oder so. Das wäre nicht schlecht. Oder komm, pass mal auf. Wenn die schon einmal hier in Europa ist, dann kann die mal kurz nach Ambalimani rüber. Ich glaube, das mache ich so. Ich lasse es einfach weiterlaufen. Ich mache gar keinen Cut. Und ich schnippel dann im Nachhinein. So mache ich das. So, beschlossene Sache. Alles klar. Also Ambalimani, weil das Problem ist nämlich, wenn du dann immer hier so eine Pause machst, du bist jetzt gerade so wirklich drinne, weißt irgendwie, wo welche Schiffe ist und was du machen wolltest. Und die Pausen unterbrechen dann immer. Das ist ein bisschen suboptimal, finde ich. Deswegen lasse ich das einfach mal laufen und ihr verzeiht mir das. Die MS Dumer hat Schiffbrüche hier in der Nähe entdeckt. Natürlich retten wir die. Wir wollen ja schließlich weltberühmt bleiben.
Ungixomoda ist in Santos. Alles klar. Hat Ärzte hingebracht. Das ist ein Traum. Kannst du ja gleich wieder zurück nach Melbourne düsen. Wenn es denn... Felixdorf, Rotterdam, Port Said, nix. Ambalimani, nix. So, neue Aufträge. Kapstadt, fragwürdige Waren. Nee. So wollen wir gar nicht erst anfangen. Balboa, nee, Port Said. Bangkok ist schon mal in der Nähe. Spirituosen nach Hongkong. Das ist natürlich interessant hier. Also fahren wir erst nach Bangkok, dann nach Hongkong und dann nach Melbourne. Alles klar, Herr Kommissar. Okay, Bangkok. Du da, danach nach da und dann nach da unten wieder, um Ärzte zurück zu transportieren. So, Kontaktmanager. Nein, komm, lass mir erstmal in Ruhe. Mache ich dann selber.